Maximilian von techphobus.de und hier ist das Samsung Galaxy Note 2. Wir haben es endlich, können es nun endlich hier abfilmen. Wie ihr seht, es ist mit einem 1,6 GHz Quad-Core-Prozessor ausgestattet, 2 GB RAM und ein 5,5 Zoll HD Super AMOLED Display. Das heißt, gleiche Auflösung wie davor, trotz größerem Display, aber ja, schauen wir uns das Gerät mal an sich an. Wir haben hier die typische Android 4.0 Optik, die wir ja auch aus dem S3 kennen. Hier ist natürlich jetzt Android 4.1 installiert. Als Besonderheit haben wir noch einen 3100 mAh Akku, ein MicroSD-Slot, WLAN und das Gerät gibt es auch in einer LTE-Variante. Das heißt, wer in einem LTE-Gebiet lebt, könnte sich überlegen, das Gerät auch in der LTE-Version zu kaufen. Ansonsten schauen wir uns mal kurz an, welche Funktionen der S-Pen bietet, der hier unten. Seitlich ist er hier jetzt dabei. S-Note haben wir hier, kennen wir ja schon von den vorherigen Note-Geräten bzw. von dem vorherigen Note-Gerät. Wir können hier ganz normal eine Notiz erstellen. Ist jetzt hier ein wenig langsam, ich weiß auch nicht wieso. Aber wie gesagt, das geht ganz einfach nach wie vor. Gehen wir mal kurz hier raus, um euch kurz noch was anderes zu zeigen, nämlich den AirView-Modus. Das heißt, wenn ihr jetzt zum Beispiel in eure Bildergalerie geht, könnt ihr ganz einfach durch drüber halten, sehen, welche Bilder hier sich in der Galerie befinden. Also ihr seht, ich drücke nicht darauf, sondern halte nur meinen Finger darüber und ich sehe dann gleich, was in diesem Album steckt. Bei Videos ist es noch praktischer, da kann ich nämlich, wenn ich Play drücke, hier unten per Drüberhalten sehen, an welcher Stelle man gerade ist, also beziehungsweise an welcher Stelle das Video ist, wenn man hier drauf geht. Man kann dann hier natürlich auch drauf drücken, dann spult das Video direkt an die Stelle hin und man kann dann eben so das Video weiter abspielen, dort wo man aufgehört hat, beziehungsweise dort wo man aufgehört hat zu schauen. Ja, schauen wir uns kurz die Anschlüsse an. Die sind gleich wie das vorherige Note. Wir haben hier oben einmal nur den Kopfhöreranschluss, hinten die 8-Megapixel-Kamera. Seitlich haben wir die Lautstärkeregler, sonst nichts mehr. Hier unten haben wir den Micro-USB-Anschluss. Daneben den Einschub für den Stift, der natürlich jetzt auch noch ein wenig dicker geworden ist, um dem Ganzen ein wenig mehr Grip zu geben. Seitlich noch den An-Ausschalter, wie man ihn von Samsung gewohnt ist. Und an der Rückseite, ja wie gesagt, nichts. Oben noch die 1,9-Megapixel-Kamera. Das Gerät gibt es ab Oktober im Handel zu kaufen. In den Farben Weiß und hier in einem schönen Metallic Grau. Und das war's für erstmal. Vielen Dank fürs Zuschauen bei techfocus.de und bis zum nächsten Mal. Tschüss!